Ja, ein herzliches Prost in die Runde. Ich bin's, euer Blasi Baumhackl. Ja, kurz einmal zu meiner Person. Ich bin ja da neu auf dem YouTube. Gell? Ja, bei mir daheim, wir sind halt drei Brüder gewesen. Die haben alle Sepp geheißen. Gell? Bis auf den Xari. Zu dem haben sie alle sich gesagt. Aber Carsten hat ja eigentlich Girgel. Weil der hat ja am Stefanitag hat der ja Namen so gehabt. Praktisch. Gell? Tja. Ja, so viel zu mir jetzt eigentlich einmal zu dem, warum wir eigentlich heute so gemütlich beieinander sind. Wir haben unbedingt zu reden. Und zwar dringend. Es ist doch also, das ganze Jahr machen sie alle rundum über uns Bayern lustig. Gell? Kam es dann aber das Oktoberfest, kommen sie alle daher, saufen uns unser Bier weg und vor allem, jeder will da mitverdienen. Da meinen sie alle in die Firmen, die haben die Weisheit mit der Mandelschaufel gefressen, wenn sie irgendwelchen Schmarrn rausbringen, der wo bohrisch ist und irgendwie verziert mit Oktoberfest, irgend so einen Dreck. Da meinen sie, das wird besser verkauft und Leib fressen sie und saufen sie dann leichter. Ein Scheißdreck. Ja, damit sie mir das erklärt, was ich euch da sage, habe ich ein bisschen was hergekriegt. Jetzt passt es mir auf. Mit was fangen wir denn an? Ja, genau. So, jetzt schaut sie mir her, was ich da habe. Und zwar sind es von der Firma Käfer Chips mit Brathändelgeschmack. Sollen wir die mal probieren? He? Ja. Ja. Mal da in drunten. Ja. Ja gut, wenn man das sieht, meint man, naja, komisch, gell? Aber wenn du es dann probierst, in Wirklichkeit schmecken die dann doch eher scheiße. Aber das ist noch gar nichts. Der Gipfel der kulinarischen Dämlichkeit kommt jetzt. Ja, nein, euer Bildschirm ist nicht kaputt oder trickert. Das gibt's wirklich. Das steht da auch drauf. Eine Oktoberfest-Version vom Curry King. Und zwar ist das eine Münchner Weißwurst, aufgeschnitten mit Haut in der süßen Senfsoße. Geht's eigentlich noch? Ha! Und weil das ja noch nicht gelangt, und weil die ganze Dämlichkeit nach oben hier immer noch Luft hat, macht man sich den Bampf dann in der Mikrowelle warm. Einen guten. Und damit man das ganze Geschlorf da überhaupt runterbringt, hat sich die Industrie natürlich auch noch was Gutes überlegt. Und zwar gibt's da dann ein Hopfenlimo. Hopfenlimo! Da hätte ich mal eine kurze Frage dazu. Warum? Wie kann man denn unseren guten Hopfer so verschwenden in einer Grachal? Also Leute, das ist sowas ausdingen. Sind wir reife Gersten. Kehraden, Droschen. Hopfenlimo! Ich sag's jetzt ein für alle Mal. Es gibt genau eine Möglichkeit, wie man einen Hopfer korrekt verarbeitet. Eine. Und zwar ja gut, wobei, das ist jetzt auch eher, sagen wir mal, Verschwendung vom Hopfer, oder? Ich meine ja viel eher. Genau. Ja, hä? Das ist doch was. Das ist das Einzige, wo man unseren Hopfer verwenden darf. Ah, oh, eine frische Halbe. Oder wie sagt man auf Neudeutsch? Ein Hopfensmoothie. Ach, schön, gell? Hä? Jetzt haben wir doch nur ein Happy End zusammengebracht. Ja, liebe Leute, dann darf ich sagen, bleibt's geschmeidig, schenkt euch auch eine frische Halbe ein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Blasi Baumhackl.